Im Sommer 2014 fand in dieser Schule ein Treffen von Vertretern und Fans demokratischer Schulen statt. Die Schule heißt Det Frie Gymnasium, steht in Kopenhagen und da waren natürlich gerade Sommerferien und ein Bagger steht auf dem Hof, aber das ist nicht das Wichtige. Die Schule ist Mitglied in diesem Verband Democratic Education, also ein Verband demokratischer Schulen. Und was die für Grundsätze haben, dort findet man auf der Internetseite. Wir glauben, dass wo immer es um Bildung geht, junge Menschen das Recht haben, individuell zu entscheiden, was, wie, wo, wann und mit wem sie lernen. Und das Zweite ist, dass die Schüler auch gleichberechtigt an Entscheidungen darüber beteiligt sind, wie ihre Schule geführt wird. Okay, aber zurück. Der Weg nach Kopenhagen ist weit, von Rostock mit der Fähre nach Gedser, dann die Autobahn Richtung Kopenhagen, aber man muss von der einen Insel noch auf die andere. Und zwischen den beiden Inseln ist eine schöne große Brücke. Und als ich die gesehen habe, habe ich gesagt, die muss man mal in Ruhe betrachten. Also nächste Abfahrt runter, angeguckt, fotografiert, toll. Da geht's nach Kopenhagen dann weiter. Bei mir war das Wetter nicht so schön. Andere Leute hatten mehr Glück. Bei Wikipedia finde ich also noch ein paar Bilder von der Brücke, die ein bisschen besser ausgeleuchtet sind. Hier also mal ein Bild von der Seite von dieser Brücke. So, zurück zur Mathematik. Wir haben also eine etwas kleinere Brücke. Der Träger ist 60 Meter hoch. Die Straße titscht aber nicht ins Wasser, sondern ist 16 Meter über der Wasserfläche. Deswegen also diese Höhe nur 44 Meter. Die Breite bis zum ersten Seil, na, das riecht auch schon nach Pythagoras. Und ich kann mir die Länge von dem ersten Seil ausrechnen. Nächstes Pythagoras-Dreieck. Und die zweite Länge ist dran. Nochmal Pythagoras-Dreieck. Das dritte Seil und das vierte Seil, ganz zum Schluss. So, damit habe ich die Längen der einzelnen Seile zusammengezählt und aufpassen, auf der anderen Seite sind ja auch solche Seile, also zusammenzählen und mal 2 ergibt dann die Gesamtlänge der Seile. Okay, das war's schon. Zu unserer Brücke nochmal zurück. Also auf Wikipedia findet man eine ganze Menge zu der sogenannten Farö-Brücke. Und einer hat sogar mal ein Luftbild dort eingestellt. Das sieht natürlich schön aus. Da sieht man die beiden großen Träger und auch den ziemlich weiten Abstand, der zwischen denen dort ist. Ja, nochmal eine schöne Abendstimmung dazu. Und da sieht man jetzt die Seile ganz, ganz deutlich gegen den hellen Himmel. Tschüss, bis zum nächsten Mal.